Herzlich willkommen, meine Freunde, heute wieder bei der Sklaven der Nachtliga in Abu Dhabi. Die Sklaven fahren wieder und ich bin auch wieder dabei. Mit ganz vielen Leuten, wir haben dabei... Der Oberslave. Topsen, Naya, Jetset, Kösti, MSC, PTA, DTM, Murchan, BVB, Boogeyman, Funky, Date, Mr. Stick, McGradle und mich. Also ich stehe meinen Wagen irgendwann ab, ich fahre nach McDonald's, ich habe nur die Gutscheine. Spaß beiseite. Unser Special Guest. Also bei mir gibt's Tesla Sanja. Ich war heute... Ja, das ist der echte DTM. Philipp muss nicht arbeiten, deswegen fährt er halt mit. Ja, alles muss man mal auskosten, oder? An einem Samstag. Bist du krank geschrieben? Wer hat mach Siri hast du dich krank schreiben lassen? Nö. Wenn du Programm schließen will, geht das dir... Regen! Ich muss mit deaktiviert. Philipp, ey. Nee. Bist du lustig. Oh, dieser Regen, ey. Boah, ich bin noch nie Lotus gefahren, wenn du gerade so... Bist der lustigste Mensch, ey. Ich glaube, es schneit, oder? Das kann das sein? Ja, es gibt einen Schneemann für Gecki. Ja. ich bin mal gespannt, wer ausgeschlossen wird. Gecki fährt leider nicht mit, weil er auf der Pokémon-Convention ist. In Bochum. Hat er mal alle hin. Ich hab in Bochum. Schätze, du hast den Wagen mit der 1 vorne drauf. Ja, so gehört sich's. Ja, dann bist du fett, denn 2014 schlechter ist. Ja, ist okay, gut. Keiner ausgeschlossen, 0% noch im Rennen. 0% kannst du, das wäre eigentlich auch so gewesen. Also brauchst du keine Mühe geben, mich nachzugucken. Oh, ich hab kein Setup. Scheiß drauf. Ey, ich hab ein Setup und ich fahr jetzt direkt rein, raus. Ja, du fährst direkt rein, ja klar. Ey, Philipp, hat mir das rein ins Getümmel. Oh, man, ich glaub das mit den Bremsen, ey. Wie, das fährt der Leistung sein, was du mir geschickt hast. Nein, du fährst von mir. Ey, ich weiß das Setup nicht. Ey, ich weiß nicht, ob ich Steam öffnen kann jetzt. Nein, Yannick, Internet, Handy, fertig. Was fährst du so langsam? Ja, das kann aber dauern, bis ich mit meinem Handy nicht aufzuhalten. Ja, du hast 14 Minuten Zeit. Da sind 20 Minuten um. Qualifying ist ja vorbei und Janik hat sein Setup. Das ist richtig scheiße, nee, Kralo, wa? Boah, ey, ich werd glaube ich heute rausfliegen. Janik, guck mal. Man muss ja gar nicht lenken. Wow. Gar kein Untersteuern hier. Hast du es bekommen? Das ist halt der BVB, ja, den latscht nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob ich das nicht gemerkt hab. Ich schreck es frei, wenig Autos draußen. Ja, nee. Standard. Oh, schick mal noch was Getriebe, das konnte ich mir nicht so schnell merken. Alle werben ihre Reifen auf, ich fahre einfach geradeaus. Hallo Dobson, hallo fliegender Poller. Carlo, das ist immer cool. Ja, was bringt das denn, Reifen aufzuwerben? Ich fahre gerade alle Poller um und dann... Dann läuft das. Läuft bei dir. Hoffentlich zerstört jemand sein Auto an den Pollern. Das ist... Schön funky, sehr schön. Ach, Terra fährt nicht mit Schaden. Ja, läuft noch die letzte Zahl. Ich muss das leider sagen, ich kann okay. Schicken überhaupt nicht mehr. Hast es? Und jetzt sind noch die Spurtreue, die habe ich jetzt auch vergessen. Also ich bin jetzt zuletzt nicht so gut gefahren. Alter Scheiße, ich habe mich fast gedreht. Karl, dein Force Feedback hört man wieder. Oh, sorry, eins. Deins. Super, danke Philipp. So, Mulchen Racing noch in der Box? Boah, mein Setup ist verdammt scheiße. Wissen wir. Ich hab mir fast die VB lasse ich nicht vorbei. Er kriegt keine freie Runde. Na egal, fuck mir jetzt an, von daher. Also ich glaube ich fahre... Park für mir ist an! Erik! Was? Park für mir ist an? Ich wette, ich habe irgendwas für mich falsch gemerkt. Boah, wir brauchen hier so lange, ey. Komm, fahr mal vorbei. Boah, bei mir liegt's grad. Wer hat hier seinen Frontflügel liegen gelassen? Ich! Der Frau! Nice! Kennt man gar nicht von dir. In letzter Zeit hat MSC hingelegt. Boah, Alter, was das geht mal... Und tschüss! Boogeyman, der ist gerade aus der Box rausgefahren. Tschüss, Boogeyman. Ich profitiere momentan der schnellste in Sektor 1. Welche Zeit? Ich abgekürzt, 17.3. Oh, ich bin nur 16 langsamer. Ich bin nur 18.1 gefahren. Wer steht hier rum? Ja, ich lasse euch alle vorbei. Wir sind Janik mal wieder. Ich hab mich nur gewundert, hä? Mercedes verbremst. Ich hab meine Runde abgebrochen. Oh, ich fahr mal raus. Meine Pedale haben sich eng verbrochen. Oh, mit dem Senna-Helm im Red Bull. Oh, wie geil. Oh, warum bremse ich immer so früh? Senna Red Bull? Hat er das überhaupt noch miterlebt? Nee, aber ich fahr grad damit. Das sieht nice aus. Glaub ich auch gerade. Und ich hab die 3 auf dem Wagen, sehe ich gerade. Cool. Oh, verwandt. Ah, da liegt ein Kabel unter meinem Pedal. Wie kacke ist das denn? Oh Gott, Yannick und Lenkrad, das ist Selbstmord. Was?
Ja, Mann, das Spiel ist auf mein Lenkrad eingestellt. Durch MSC noch. Ja, Nick, wie wär's Controller anschließen und auf Xbox 360 Pad umstellen? Nein, ich muss ja wieder alle Tasten ändern. Ich versuch's einfach. Es wird schon laufen. Hier ist der Poller weg, da ist der Poller weg. Sehr gut, so möchte ich das sehen. Ich weiß nicht. MSC erster Zeit 1:46. Oh, voll langsam. Ja, die Zeit ist nicht gerade schnell. Ja, Carlo wahrscheinlich erstmal 3 Sekunden langsamer, weil ich mit Carlo mithalten kann. Also die Pole aus der Mojang-Liga waren 1:38.9. 1:38.8 von Timo Nator. Ich bin 42,5 gefahren. BVB 39,3, stark. Ja, ich komm noch. 1:42 irgendwas. Philipp, du bist da bis in 39,7 gefahren. Oh Gott, ey, ich kann dieses Spiel nicht mehr sehen. Carlo, das merkt man, du bist 3/10 schneller als ich. Oh yeah. Du bist wieder überhaupt schneller bist als ich. Frage. Er ist hinter mir BVB, ja, ist mir egal. Er ist ja eh nicht schneller als ich. Ja. Oh, schön, freie Wahl. Verreck. Hatte ich nicht vor. Ja gut, wenn man nicht auf TS rumhängen kann, muss man halt den ganzen Tag zocken, wie Antonio. Oh, voll verdreht. Warum seid ihr eigentlich alle so schnell? So langsam kenne ich die Strecke wieder. So, die Zeit fallen jetzt in Sekunden. Du musst ja ein Spiel wieder gewinnen. Ja. Was? Wer ist denn gerade der hintere in der zweiten DRS-Zone? Ich. Ah ne, Internet. Ich. Lass mich mal bitte schnell vorbei. Wer fährt jetzt in die und Box? Oh, Naya. Oder mal schnell. Mein Teamkollege ist weg, na toll. Denkst du, kriegst du das Punkte geholt? Wieso hättest? Mann. Schade. Das ist doch das erste Rennwochenende für Lotus, oder? Oh Mann, als 41,3. Ja, das erste, wo Lotus voll ist, glaube ich. Voll war. Ach gut, na, wir können das Rennen noch mitfahren. Fand ich dann ein Glück bisschen im Weg, aber macht nichts, Fanti, macht nichts. Und haben nichts weiter. Aber das Setup ist gut. Ja, ich find's gut. Wir sind MSC. Ja, 2.6. Aber 4 so muss sein. Leute, ich bin 9. Fanti ist ein super Host. Funky prima. Die ganzen Top-Favoriten rausschmeißen. Nee, alles gut. Ich habe keinen Sprit mehr. Ja, ich lass mich auch mal rausschmeißen, da ist noch ein Top-Favorit weg. Ich glaube, ich fliege als nächstes. Na, ich war im zweiten Sektor 4 schneller als BVB. Oder Mats für Girls. Boah, ich oh, MSC kann nicht mitfahren, hat keine Einladung mehr. Wie geil denn? Ja, okay, dann fahren wir. Ja, begonnen ist begonnen und M1 Liga Master. Okay, MSC hat doch noch eine Einladung gefunden. Na toll. Auf Thompson müssen wir jetzt noch warten. Warum schreibt mich jetzt jemand an? Ja, mich hat M1 Liga Master angeschrieben. Hi. Hallo Jetset, du bist bei mir unsichtbar. Ja, ich habe keinen Sprit mehr. Du bist bei mir trotzdem unsichtbar. Du hast keinen Sprit mehr. Ach komm, ich fahr auf weich raus, ey. Ich habe auf Fahrt keinen Bock. Bist du gerade auf Fahrt? War die ganze Zeit auf weich. Ja. Ich hasse die Hanna an der Kurve, ey. Ich glaube, ich werde ein ganz alleines Junge, Rennen Auto. Fahren. Kein Sprit mehr. Nix. Also, es gibt sogar noch Leute, die langsamer sind als ich. Kösti. Und ich bin Janik auch noch langsamer als Kösti. Richtig. Ach, Funky, du leckst. Aber du willst meine Zeit auch gar nicht guck mal wissen, ey. Ich bin seit anderthalb Wochen den Spiel nicht mehr gefahren und heute den ganzen Tag anderes. Ich fahre die Strecke diese Strecke ist so mal scheiße, ey. Boah, wer hat nochmal Funky als erste Strecke? Die kann die Gecker bemühen. Das ist Geckerbos Lieblingsstrecke. Nee, Tobi war das. Stimmt. Oder Kösti. Was hab ich gemacht? Ja, um was? Wie kann man nur Geckerbos Lieblingsstrecke mögen? Ich liebe Geckerbos. Geil. Geil. Und Philipp, bist du zweiter, dritter, oder? Zweiter. Für eine Zeit? Oh. 41? Na, noch ist Mr. Stick auch noch langsamer als ich. Oh. Hä? Philipp, was Janik? Hast du
39, 5 Sekunden langsamer als Philipp. Ich bin 8 Sekunden langsamer als BVB. Philipp mit der 39,6 war Philipp in der Mulchern-Liga, glaube ich, 5 oder 6. Ja, Philipp hat so ein langweiliges Rennen für mich. Ich hab schon meine, ich hab eine Strategie. Ich glaube, ich kenne die Strategie noch. Mein Sprit war leer, deswegen bin ich stehen geblieben. Philipp, das ist die Strategie. Bitte? Das ist die Strategie. Das ist nicht die gleiche Strategie wie bei der Liga, das ist eine andere Strategie. Okay. Kannst du mir gleich schicken? Und der einzige. Ja. Warum gibt's denn einen Jet-Set-Ding? Bist du besoffen? Teamkollegen-Bonus. Teamkollegen-Bonus, ey. Den Strategie, Tobi. Wie bitte? Den Strategie gibt der Erik. Ja, genau. Komm, Ferrari. Wo komm ich denn hier in die Box rein? Rechts. Einfach rechts halten. Folg mir einfach mal. Pakistan einfach. Auf der 4. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich bin gerade hinter PC. Bist du auf einer schnellen Runde, Frankie? Nö. Also Carlo hat's ja nicht weit weg hier von seinem Heimatland. Wie lange haben wir noch Zeit? Lange genug. Ja, war du ruhig. Saudi-Arabien ist ja gleich hinten. Damit du mir nicht wieder im Weg stehst. Saudi-Arabien ist ja gleich um die Ecke. Ja, das ist wahrscheinlich Tobi. Ich hab's auch um die Ecke. Oder bist du. Nee. Ist das Boogie Man nicht wieder reingekommen? Ja, das bin ich auch. Ich muss aber erst nicht auf Afghanistan. Nee, Boogie Man ist nicht wieder drin. Okay, dann toll. Hier, Yannick, hier rechts. Oh. Reiseführer. Ich war vorbeifahren. Oh. Ich war ganz lang. Ja, okay. War klar, dass Yannick mindestens einen Fehler macht in der Boxeneinfahrt. Ja, natürlich, ich hab mal hinten geguckt. Yannick, hast du zu viel Zeit Minuten gefahren? 1,47. Dein Ernst? Ja. Bitte stell auf Controller, bitte. Ich bin jedes Mal bin ich irgendwie gedriftet in irgendeiner Kurve. Yannick. Ferrari, lass mich vorbei, bitte. Yannick, ich glaube, du wirst sogar von mir überrundet. Ja. Yannick, crash einfach mal weg, ja? Halt's alle auf. Halt MSC auf, so. Gut. Ja, MSC Topsen, die starten ja beide hinter mir. Und Nayab auch. Also die Favoriten sind schon mal so gut wie draußen. Und Jet Set. Ach, Erik startet auch hinter mir. Oh, nee, MSC, der startet von ganz vorne. Worten. Erik ist Vierter, der ist vor mir. Das sollte auf jeden Fall schon mal fürs nächste Rennen auch noch eine 10 Positionsstrafe geben. Janni gibt sich selber eine 10 Sekunden Strafe. Eine 10 Minuten Strafe. Macht doch keinen Unterschied. Letzter ist letzter. Das kann ja, ach nee, scheiße, das kann ja niemand lesen, was du schreibst. Fraps nimmt ja nicht auf, was Steam immer da schreibt. Mann, ich hasse diese Boxenausfahrt. Wie soll man. Die ist doch ganz einfach. Ist doch ganz einfach. Janni kommt mit seinem Weg gerade nicht rum. Die Einfahrt ist schwerer als die Ausfahrt. Danke. Was habt ihr denn? Ja, danke, dass du das schöne Weg standest. Ich bin extra nach rechts gefahren, weil da kam gerade so ein schöner Red Bull. Ja, das kann entweder nur Philipp oder... Es war ja nur Philipp, weil er hat mir gezeigt, wo er ist. Scheiße. Und Karre freut sich schon, wenn er abfliegt. Juhu! Ja. Ja, Karussell. Ich lasse dich nicht vorbei, du hast mich ja auch... ich vorbeigelassen in der Box. Aber sag mal korrekt, Mann. Sag mal korrekt, ich bin nicht korrekt, sorry. Ich gebe dir schnell. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch. Ah, Mann, ich müsste eigentlich jetzt direkt eine schnelle Runde mit dem Spoiler fahren. Das Verhalten, ne? Ja, das sagt der Richtige. Ich gebe dir Schelle. Hättest du ja vorbeifahren können. Ja, warum hast du kein Setup MSC? Bist du ja gerade rausgefahren. Ja, genau, BVB. Ach so, ja, genau, PC. Ja, genau, so holt mich alle noch. Und Jetset auch, Philipp. Weiter. Vor Tobi. Boah, Jetset, Mann. Welche Zeit? 1,38,9,75. Ja, MSC. Scheiße, abkürzen. Ich bin hinter dir. Schade. Sollte ich wenigstens sagen, MSC ist heute nicht so eine große Konkurrenz. Der fährt mit Regen-Setup. Hat er mir gerade geschrieben. Ich werde noch locker schneller. Ich könnte eine Sekunde schneller fahren. Ich will eine Sekunde schneller fahren. Ich könnte eine 39,4 fahren. Starke Runde von BVB. Ich könnte 41,2 fahren. Ja. Hallo, ich bin fast so schnell wie du. Ich bin eine Zehntel hinter dir. Ah, Philipp kann sich auch noch verbessern. Ich habe einen Fehler im dritten gemacht. Philipp P3 ist auf jeden Fall drin. Oh, Misch, das Stick ist hinter mir. 1,37,0 bitte. Ja, Karl hat mich voll ausgehalten. Ich finde Q3 ist auch drin. Sehr gut. Schaffe ich noch. Bei 11 Fahrern. Fahr doch gegen die Wand.
Nee, neue also ich verbessere meine Zeit nicht mehr. Vielleicht sind ja noch welche hinter mir, nicht aufhalten kann, mal schauen. Philipp nicht mehr verbessert. Hoffentlich verbessert sich Philipp. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich fährt Philipp auf die Pole. Nee, das nicht, dafür war der erste nicht gut. Oh, sorry. Egal, Frau Erik, auf jeden Fall. Da ist es keine 38. Ja, das ist eine 1,37. Mhm. Oh, Wadel auf der 8. Jetzt nicht mehr DLP. Tobi, warum stehst du hier rum? Ich möchte Zeit haben. Eine Monsterrunde gefahren. 1,46. Stark. Also Stefans Runde, die wäre noch schneller gewesen, glaube ich. Weil ich glaube, der hat da einen Fehler. Boah, die Reifen sind jetzt gehabt. Schon angebrochen, ey. tut mir leid für dich, dass du da... Ja, ich weiß, was ich schneller kann. So, lass mich rein, ihr Lappen. Ja, aber wenn du hinter mir bist, was hat Philipp, was wird? Oh. Ja, das wird auf jeden Fall eine Verbesserung von Philipp. Also ich hoffe einfach nur, dass alle während des Rennens rausfliegen. Jawohl. Oh, Punkte. Philipp, Mann. Yes. Sonst nicht. Stefan, Philipp. Nicht schlecht. Sehr gut. Philipp, was soll das? Das ist nicht nett von dir, Peter. Very nice, very nice. Jetzt eine ernsthafte Antwort von dir. Very. Mann. Und Tobi? Ja? Oh, von nichts Besseres mehr. Also Tobi, wir werden wieder Bettler mit dem Rennen, oder? Klar. Gott, Tobi, wir werden noch eine Runde fahren. Ich schlaf doch schon jetzt mal sein. Ah, Tobi, bitte verbremst du. Ja. Tobi, oder noch Verbesserung. Oh, fast gedreht. So, Philipp, was macht der jetzt noch? Eine Runde auf der langen Geraden? Ja, Tobi, Philipp, wer ist noch Tobi. Auf der Strecke? Tobi. Das wird überhaupt keine Verbesserung, das die Runde ist so schlecht. Tobi, Anfang dritter Sektor und... Ey, Tobi, die ist gut. Janik, ja, auf komm, der ja, Geraden. Ja, jetzt, nee. Janik, du darfst doch Gas geben. Nee, Tobi, ja, ich hab mal kurz. Nee, schade. Ja, Tobi, jetzt ein bisschen weiter. Janik, jetzt ist fast schneller als seine bisherige Bestzeit. Oh, jetzt abkürzen. Ja, ich hab mich da, davor die Runde um eine Sekunde verbessert wegen abkürzen. Oh, ich hoffe, das war irgendwie abgezogen. Oh, ein Angang tiefer. Ah, oh, das war's. Gut, Tobi, vielleicht. Oh, ja, deutlich Verbesserung. Welche Zeit? Welche Zeit? 39,36. Vierter oder dritter? Ich hab Black Screen. Was? Und willst du mich verarschen? Was willst du? Ich da. Philipp auf 2. Also auf der 1 BVB, What? Auf der 2 Philipp. Bei Alter, Mann, Tobi, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dann Wadel, ja, ich. Stand bei euch auch gerade verbunden mit F1. Und dann die ganzen anderen, die rausgeflogen sind, hahaha, schlechtes Internet. Eine Frage. Schick mal bitte Strategie. Hör mal zu, stand bei euch gerade auch Verbindung mit F1 aus dem Leitspiel, bist du unterbrochen? Nein. Oh, Tobi, raus. Nee, und bei mir stand sofort wieder verbunden. Oh, Mann. Bei mir lädt gerade. Ich hab Black Screen. Du bist noch dran. Ich bin gerade. Ja, selbst ich habe ihn nochmal verbessert. Ja, aber war nicht viel, oder? 13.000 zwischen uns beiden. Ganz seit Carlo, der da rumgebrüllt hat. Oh, Tobi, nein, aber nein. Also ich hab Black Screen und ihr? Ich hab keinen Black Auto. Bildschirm. Ich sitze auch im Auto. Ich sitze im Auto. Siebter Platz und ich sehr gut. Gibt es erste. Ich sitze auf meinem Stuhl. Jo, ist ja aber schlecht. Boah, ich hoffe, ich flieg raus, dann kann ich das nicht kosten. Ich hoffe vom Xbox Controller. Neuauflage. Keine Ahnung. Bitte schießt euch davon ab, danke. Außer vielleicht Spaß diesmal ein bisschen mehr Sprit, dann. Ich weiß nicht, was Antonio macht. Warte. Das war letztes Mal. Ja, ich bin im Blackscreen hängen geblieben, also. Ich kann noch ein bisschen dauern. Bei meiner schnellen Runde stand vorhin. Gerade überlegen, was Ende des zweiter Sektor stand minus 2 Zehntel. Grün auf BVB. Ich hab keine. Ich bin aber schon drin, ne? Ja, aber ich hänge im Blackscreen fest und auf mich wird gewartet. Dann geh auf den Spiel raus. Alter 4. Ja, Tobi, das heißt, nein. Anderes hat eine Bestzeit im zweiten Sektor gehabt. Also Kessi schneller als BVB. Also. Deswegen war da nur grün. Das könnte ich gewesen sein. Ja, ausgeschlossen. Kessi wurde doppelt ausgeschlossen. Und danach hat die Verbindung unterbrochen. Ich habe das Setup gewählt, deswegen war ich so langsam. Verbindung zu Funky unterbrochen. Ey, was machen wir für eine Rennstrategie, Tobi? Wie viele Runden fahren wir? 28. Janik, ich fahr einfach, bis ich sterbe. Ey, wie lange halten denn die Reifen? Philipp, ich schreib dir mal kurz. 10 Runden. Ja. 8,5 und 10. Ich fahr einen Stopp.
weich Runde 1 rein und dann 27 Runden auf hart. Schön, MSC. Super. Okay. Klasse Plan. Wäre meine Idee jetzt. Das ist deine Idee, okay. Wie viel Stopp fährt man 3, ne? Ja, aber nee, warte mal, Janik, warte mal. Ich schreib dir mal ganz Runde kurz in WhatsApp, ja. Was hältst du... Ich kann ja... Was hältst du davon? Ja, das ist gut. Das war auch mal... Janik, ich schreib dir mal ganz kurz WhatsApp, ja. Das ist deine Strategie. Wenn mein WLAN verbunden... Nein, musst du nicht, warte mal. Ich wollte gerade mal... Ich starte das Rennen, ne? Kösti ist doch der 1! Ey, wer hat gestartet, Leute? Also, ich hab's nicht gestartet. Ich hab nur gesagt, dass ich jetzt starte. Also, Jesse, nimmst du deine, die du gerade eingegeben hast? Ja. Okay. Jetzt verrat mir mal. Janik, fahr bitte nicht in den ersten 3 Runden rein, danke. Kösti auf 1? Ja, hab ich auch schon gelesen. Kösti auf 1? Danke, danke, danke. Kösti, erste Pole in seinem Leben. Erste Plätze. Er mogelt. Die Gekkerboy damals. Nee, sonst wird mir die Pole immer nur zugelost. In den Sprintrennen. Kösti immer nur gelost. Normalerweise hört man die nie. Das ist schlecht. Oh ne, jetzt geht's in den Startaufstellung. Ich hab keinen Bock von so Deppen abgeschossen. Welchen Team wird Kösti? Scheiß Lotus. Kösti ist Black Screen? Yo. Teamkollege nach Black Screen. Bist du Wechsler? Kösti ist Erster. Ein Teamkollege hinter mir? Ja klar, ich bin sowieso Bester. Ja, ich bin ganz stark auf der L. Also ich bremse richtig. So BVB, bitte das Schieben, wenn du es... Ich war schon mal einen Platz vor. Ich schieß dich ab und mit was? Mit PT auch aufpassen, ja. Ey, guck, hinter mir ist MSC, ich kann ihn gleich abschießen. Du hast in der Qualifying-Runde aufgehauen, also sind wir zu fit. Ich schieß dich ab. Junge, er startet nicht! Wer? BVB? Antonio. Doch, der ist bei mir. Ein Geist. Punky fährt ganz schnell. Wow, wer ist da in der Kurve? Wow. Wow, Niklas. Stefan, Funky. Red Bull Doppelführung, das sieht man so nicht so häufig. Leute, wer fährt denn da außerhalb? Was ist denn das für ein Force India? Für ein Force India? Philipp und Jets in Neuauflage. Ja, nur ein paar Runden zu früh. Ach, Fuck, geil, Mr. Stick schießt mich erstmal. Danke. Macht ihr denn da vorne? Seid ihr besoffen? MSC fährt mal Rush. Ja. Warum ist denn McVeigh schneller als ich? Boah. Curb. BVB abgeschossen. Ist ja auch schlecht. Oh, da kommt der MSC, den lasse ich nicht vorbei. Du, ich habe eine Strafe gegen Kollision mit dir. Wieso zittert denn mein Fuß so verdammt normal? Ja, nein, ja, weiter. Ich werde eh vor Stefan landen, weil Stefan wieder... Philipp gibt Gas. Ey! Aber Kösti hat sich doch lange im Rennen gehalten. Okay. Ja, Topsen. Lol, wie sie alle in die Box fahren. Oh, ich hab die Strafe. Scheiße. Warum? Keine Ahnung. Hast du abgekürzt? Ich hab dich überholt. Janik misst sich mit dem Besten. Wow. Ja. Nein. Also wenn Janik... Also alle Zuschauer, ja, die Janik sich unten links jetzt sehen. Janik fährt... Janik macht Fahrschule, ja? Also, ja. Immer so als Anmerkung. Wir haben Naive, Mann. Ach, Alter. Ich wurde zurückgesetzt, voll auf Naive, Alter. 5-0, ey. Parker ist dann auf der 1. Muss. Saudi-Arabien auf der 4. Ja. Für sein Heimat. Für sein Heimat. Jetzt weiß ich, warum ich nie längst. Saudi-Arabien auf der 3! Doch nicht! Hallo GEMA. Habt ihr besseren Bremspunkt? Saudi-Arabien auf der 3 und auf der 3. Ja, Stefan kürzt ab und überholt. Der Teamchef. Tobi, wann wolltest du in die Box fahren? Irgendwann. Ja, schieb mich an, Alter. Ja, nee, kannst du ran zu Spanisch? Ganz ehrlich, ne?
Ah, die Zahlen kann ich ja. Okay, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Die Zahlen muss denn jeder kennen. Fresse, Safety Car. Ich war ganz langsam, ich war ganz langsam. Ja, mein PTR, komm. Der will doch nur Euro Truck Simulator spielen. Nee, scheiße. PTR, später. Ich hab keinen Frontflügel. Wir sind alle in die Box fahren. Kann Naib uns hören? Kann der ja reden? Klar, der ist eine Minute. PTR, ganz stark. Was, schnellste Runde? So. Gott, der Höhle, ich hab mal einmal ein Rennen, wird man angerufen. Schnellste Runde, ja. Dass der Teamchef hat angerufen, oh, ne? Stefan, dieser Ton, ja, der Teamchef hat angerufen, ich fragte dich. Ich hätte dich überholen können, aber nein. Gott, die gibt's ja nicht. Du hast ja lag ich eigentlich hinter dir, guck mal. Nö, gar nicht. Sehr gut. MSC auf der 3. Wie wir erstmal vor der Boxenlasse gewartet haben. Ja. So, Tobi, ich bin dir jetzt in einem voraus. Ja, wenn. Mit was jetzt, ne? Ich habe endlich das Multiplayer-Update runterbekommen. Boah, Kösti, ich bin stolz auf dich. Kriegst du ja, endlich meine Kartoffel mehr zum Mittag. So. Ja gut, ich bin dann auch erstmal weg. Ciao. Jo. Ciao, Kösti. Kurzes Rennen für dich? Ja, langes Rennen. So. Langes Rennwochenende. Du bist auf bester Kurs? Ja, warum? Jo. Ja gut, mithalten mit Jetset. Schieß mich nicht ab. Ha? Mein Freund. Das warst du gerade selber. Was? Du hast dich gerade vorgeleckt. Jetset. Du leckst ganz ja, bei mir. Ja, ich hab nichts gemacht. Ganz normal. Du leckst bei mir. Du leckst bei mir nicht. Oh, Boxen einfach. Führung! Führung! Ich wusste gar nicht, dass Tobi fahren kann. Hallo? Warum leckt denn das so hart, ey? Hart! Und jetzt die Boxen ausfahren. Mercedes ist wieder asozial. No-Lifer! Ey, Tobi, du bist Erster. Alter. Ich bin Erster. Deshalb bin ich ein Qualifier, krieg hier bestimmt keine Punkte. Oh, was ist das für ein Curve in der ersten Kurve? Naib! Nature! Wie ihr alle so schnell fahrt, meine beste Runde für ist gerade mal 2. Für Iran, nein. Für den Vaterland. Persien. Persien. Das wird nichts mit dem Überholen, daher. Ja, schieb mich ab. Nein, 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 not today. Boah. Kannst du auf der Gerade überholen, aber in keiner Kurve. Wer guckt denn Sektor 3 rum? Ich. Ist so. Ist doch logisch. Tobi auf der 1, ich fass es nicht. Ja, logisch, dass ich jetzt in der letzte bin. Das war im Ligarennen auch so, dann wurde ich immer von dir abgeschossen. Einmal. Es war ein Leck von dir. Das könnte doch der erste Sieg sein, den Tobi je holt, oder? Nee, ich hab Monaco schon mal gewonnen. Oder hat er schon mal gewonnen? Nicht in der Sklavenliga, aber ich hab Monaco in der Muschelliga schon mal gewonnen. Ja, Monaco liegt dir aber auch irgendwie überall, oder? So wie bei es liegt nur F1 Racers. F1 Racers, ja, da liegt's mir auch. Außer ein Philipp 9 Granaten hat mich in die Erinnerung. Ich finde, davon sollte man mal so ein Community-Rennen machen. Finde ich nicht, ich bin da voll dagegen. Ja, vor dieser komischen Schikane, davon drift ich immer weg. Wer ist der Lame vorne? Verstehe ich. Ja. Mr. Stick. Achso, ist das Überrundung oder überholen wir nur? Nee, Überrundung. Janik, ich bin jetzt in der Box. Ich bin die Erste. Ich bin auf der langen Gerade. Ach, da bist du. Brauche ich ja keine. Also ich bin der einzelne Punkt, der vorne wegfährt. Ja, der hat schon 40 Sekunden Vorsprung. Was? Ich habe schon 12 Sekunden Vorsprung? Ja, ich habe ja auch super DRS. Dadurch geht das. Boah, Alter. Ich fahre ja dauerhaft DRS und Kehrs. Ich drücke das ja die ganze Zeit. Und mit dem Grip-Mod kann ich dabei immer noch lenken. Muss ich kaum bremsen. Topsen wahrscheinlich schon in der Box? Nein. Doch, Durchfahrtsstrafe wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, cool, ich... Ist das genau. Sick, du Jetset? Das ist wie so ein Pedo, ey. Ja, mit 12 bin ich auch schon so. Hab dich vorbeigelassen, du brauchst keine Schlangenlinien zu fahren. Ey, schieß mich nicht ab hier. Ey, du bist sonst da. Also da. Ja, ja. Ja, platziert schon. Das ist Sick.
Ich hätte schon Sorgen. Ach, Tobi, bitte vorbei. Hä, hey, mein Kers geht nicht richtig. Bist du das immer selber vorbei? Digi fällt asozial. Ey, naja, überhol mich bitte nach der Runde. Ich bin gerade auf der schönen Runde, du. Oh, Mann. Wow. Arschloch. Ja, genau, jetzt ein Arschloch. Wieso ist die, du fährst einfach nur Scheiße, weißt du das? Nee, das finde ich nicht okay, naja. Wieso, Digi, was kannst du? Du hast mich 2 Sekunden gekostet. Mehr. So, machst du gut, Mr. Stick. Danke. Halt die auf, damit Tobi erster wird. Ah, oder ja, oder ihr viel schneller als du, siehst ein. So, dass ich noch 10. werde und Punkte bekomme. Oh, Toxie. Ist die noch weit? Hä? Meine DS-Taste. Schön mitgenommen, den Polar-Jet-Set, sehr schön. Ja, bitte, nur für dich. Note 1. Nein, die fahren alle. Scheiße. Hast du verschissen? Nein, ich war 2. und jetzt bin ich... Ach, Scheiße. Jetzt bin ich... Egal. Nein, hat auch keine Hobbys. Alter, naja, fährt Bestzeit mit Hart. Ja, auch mit Hart. Das kenn ich auch. Was ist der Segelskörte? Was wohl? Hart? Das ist das Ding. Wer ist denn von dem Jetset? Philipp, oder? Philipp. Was? Ich bin noch nicht einmal in der Box gewesen. Mit Schneeketten müsst ihr fahren. Könntest du mich bitte vorbeilassen? Wer bist du? Ach, danke, dass du zurückziehst. Nein, okay. Nein, okay. Oh. Ich hatte leichte Geschwindigkeit. Aber echt Spaß, dich zu betteln. Danke. Ja, noch. Ich hatte ja nicht 100 Mods installiert. Ein Autopilot. Autopilot. Also wir sind hier nicht in dem Flugzeug. Det, wo bist du denn? Ich bin auf der 1! Philipp, flieg ruhig ab. MSC ist 1. Laber keine Kacke. Das ist das beste Rennen der Welt. Nee, warte, eigentlich bin ja ich auf der 1, aber... Boah, bremst du wieder zu. Das wird irgendwie falsch angezeigt. Was macht ihr denn hier? Oh, 22 Runden ist jetzt schon... Wow! Ich hab aber eingeschlüpft. Ich fahr ja vor euch weg. Philipp, wir sind nur scheiße zusammen. Like Küken. Geschlüpft. Schöner Ruhe, Philipp. Danke. So, durch euer Zirkusmanöver hier kommen BVB näher ran. Was? Die? Ach, die gibt's ja auch noch. Stimmt. Funky, warum bist du so weit hinten? Oh, scheiße, ich hab fast... Oh. Lalala. Opala, opala, Entschuldigung, Philipp. Oh, da war ich nicht berührt, fahr weiter, fahr weiter. Das war nicht beabsichtigt hier gerade. Mein linker Vorderreifen stehen geblieben. Alles gut, Philipp, oder? Ne, war gar nichts, fahr weiter. Ja, ich dachte schon. Reifenschaden, war schon mal 1. Gibt's doch nicht. Ah, ich kaufe keine Linkskurve, Rechtskurve mehr. So wie du da vorbeigeschossen bist. Nein, ich wollte extra langsam fahren. Scheiße. Ja, ich komme nicht hinterher, weil ich hab kein Gehör. Ja, ich hab tote harte Reifen. Ah, die Reifen gehen bei mir voll. Bei mir auch. Ist vor der MSC JZ? Ja. Ja, man, ich hab ein bisschen dicker, dass ihr auch mal. Sorry. Oh, Niklas. So, ich bremse jetzt bei 300. Niklas, wir fahren kein LMS. Da hat sich nicht nur mit Lärm gedreht. Hast du ein Auto? Gibst du nicht. Ja, seit wann ist ein Date auf der 11? Ja, ich hab einen Reifenplatzer gehabt und jetzt muss ich eine ganze Runde. Aber ich fahre wahrscheinlich noch 10 Runden mit dem kaputten Reifen. Ja, mach mal. Ich komm eh nicht ran. Date, was fährst du für Rundenseiten? 42 Minuten. Also mit dem Überrunden, das kann dauern, Date. Carlo. Was? Mit dem Überrunden kann dauern, also kannst du euch langsamer fahren. Ich bin ja hier Erster. Erdbeben. So gut wie. Ja, so gut wie. Ah nein, ich kann ja keine Rechtskurve fahren. Ah, egal. Na, fahr einfach nach links. Das geht auch. Ja, aber dann, ach, das ist gar kein Kiesbett. Oh, mit mir. Letztendlich ist das so ein Rundkurs, weißt du, fährst immer nach links. Oh, ich fahr jetzt nur noch auf Außer wenn du mal nach rechts lenkst. Philipp ist schon in die Box gefahren, oder? Nee. Das
weit weg von BVB. Nein, ich wäre am Box vorbeigefahren. Oh, Glück gehabt. Oh, Strafe mal 3. Warte, ich komme. Wie Niklas im Klassiken, Strafe mal 3. Du musst erstmal in die Box, Alex. Am Ende waren es, glaube ich, für Niklas 5 Strafen oder so. Ja, deswegen sage ich doch, ich komme. Na und? Ich war ja schon in der Box. Oh, Mann. Ich muss ja vorhin meinen Frontflügel wechseln. Ich war auch schon mal in der Box. Auch meine Reifen sagen wollte. Das ist schon Konzentrationsfehler. Nö. Oh, Erik. Ist kacke, wenn man in Runde 2 auf neue Reifen geht. Es tut mir leid. Von Nissan wie Gekkerbohr. Carlo, bist du schon raus, ja, ne? Ah, bist grad dabei. Boah, ich hab dich gleich. Zusammen. Oh, fuck! Nein! Ah, oh nein! Da waren Boiler! Da waren Boiler, Mann! Was war das? Geil, das kann ich in die Box gehen und dann bin ich wieder dran am Feld. Ach, kommt, Leute! Nein, dein Ernst? Weißt du, kaum fährt Yannick einmal mit. Nein, oder? Ey, ich bin einfach ganz normal um die Kurve gefahren. Der Poller, der flog in der Luft. Der war über jetzt mir. Jetzt wird das Feld von hinten aufgerollt. Und oh, wer von euch hat den Poller in die Luft gehauen? Scheiße, ey. Also ich bin auch in gar keinen Poller dran gefahren. Ich habe aber schon eine Strafe gehabt. Wow. Ja, ich hatte auch schon eine Strafe. Mich wundert, dass ich Fünfter okay, geblieben bin. Alter. Weil ich aufs Letzte warten musste. Shit, Alter. Ach so. Ja, ich halt, du bist auch recht, Alter. Ey, ach scheiße, ich kann die Kamera nicht wechseln, glaube ich. Ja, du kannst deine Aufnahme beenden. Warum fährt schon mal Rösche? Ja, glaube ich auch. Kannst schon mal rendern, Janik. Also am besten ist es eh für MSC, er hat es doch gespart. Ja. So, wir können ja mal das, ich auch, ich habe auch einen Stopp gespart. Klass morgen durchgehen. Er hat 2 Plätze gewonnen, sonst wäre nämlich Dritter gewesen. Nach dem Stopp. By the way, soll ich mein Auto auch noch zerstören? MSC, da muss aber auch viel Glück dabei sein, ey. Aber erst nach dem MSC, auf der 2 ist Jetset, auf der 3 ist Mulchian, Tobi, auf der 4 ist BVB, auf der 5 ist Philipp, auf der 6 Naib, auf der 7 Funky, auf der 8... Fünfter! Lest mal richtig! Ich hab doch gesagt, auf der 5 ist Philipp, auf der 6 Naib, auf der 7 Funky, auf der 8 ist Thompson, auf der 9 McWadle, auf der 10 Mr. Stick und auf der 11 der Beste von allen, LP. Carlo ist on fire. Ey, warum fährt denn MSC Marash hier? Weil er raus und wieder reingegangen ist. Ich sag euch, ich fahr noch die schnellste. Oh, Safety Car leck. Oh, Alter. Ja, Funky, bester Host. Gleich legt sich der Safety Car wieder vor. Und dann ist Steve wieder draußen. Hinter uns beide. Und dann fährt Jetzel in die Mauer rein. Die letzten kommen gar nicht ran, ne? Safety Car bleibt jetzt uns in eine Runde draußen. Bleibt er doch noch mal Runde draußen, Mann. Carlo, die letzten werden die ersten sein. Alter, Safety Car hebt voll ab. Bei mir nicht, bei mir ist es schön chillig. Ja, es läuft super. Ihr fahrt alles schön. Vielleicht ein bisschen dicht. MSC, gib mal Gas! Junge, gib Gummi! Junge, gib Gummi. Junge, gib Gummi. Wie kennst du denn das an? Junge, gib Gummi! Gib Gummi! Rundenzeit 2 Minuten 25? Ey, brauch ich dir denn ja gar nicht 2:26:08. Ja, jetzt kleines Jetset. Wie, dass du Kurse auf den Nürburgring? Tobi, das brauch ich dir ja gar nicht senden, das ist ja wieder so fail. Doch, das will ich sehen, hör damit. Ciao. Ey, ich glaube zu dem Zeitpunkt, ich glaube, noch ein Zug. Ich glaube, ich würde das sein, wenn der sein Auto zerstört, Vollbild, und dann kommt meine Sicht rein. Weißt du? Ich wollte gerade Philipp Carlo überholen und bin extra schnell gefahren. Hab die Kurve dann so eng genommen, dass der Boller, der dort in der Luft flog. Oh Gott! Irgendwas kaputt. MSC, gib dir mal Gas! Jib Junge jetzt hier! Jib Junge! Ja, das ist ja nicht, das war so wie in Indien, wo du deinen Boller mit dir genommen hast und völlig weggeflogen bist. Mit Mats, Alter. Ja. Der hat mir gleich passiert, was sehr lustig ist. Hier kann man gut Carlo, greifen. Ist ja fast dran, komm mal. Ich wollte schon, immer Schlangenlinien fahren. Boah, dann kein Safety Car. Action, da guck ich zu. Wenigstens kann man eben schon mal Safety Car. Wer ist auf welchen Reifen überhaupt unterwegs? Hart. Thompson ist noch weich. Leute. Das Doofe ist, MSC, der ist jetzt noch... MSC fährt natürlich auf harten, die sind neu wie neu. Aber MSC muss nochmal auf weich gehen, das ist... Der Red Bull dahinter, Erik, der ist auf den ältesten harten, die es gibt. Ich hab die neue Wechsel. Aber MSC hat einen Stopp gespart.
Wir haben alle neue Harte. Ich bin 4 Sekunden schneller. Nochmal hart. Ja, komm. Ich bin 5,2 Sekunden schneller. Leute, Philipp ist weiß. Sag doch nicht alles vor, du verrätst die ganze Strategie von Philipp jetzt. Ja, und? Funky ist auch hart. Philipp hat gefragt, wer auf welchen Reifen ist. Robson ist weiß. Ja, das heißt, dass ich jetzt durchsag's, oder? Blackwell ist hart. Ich bin hart. Mr. Stick ist weiß. Hart wie? Und oh, ja, ich sehe die Reifen auf Temperatur. Assi, Alter. Degen fährt einen platten Regen. MSC mal Yummy! Nein, MSC mach mal alle langsam, dass den noch aufschließt. langsam, MSC baut keine Scheiße. MSC, fahr mal langsam, ich bin gleich da. Ist MSC erster? Nee, deine Mutter. Och, Mann, ich überhole gleich noch eine Safety Car Linie, hab ich kein Problem mit, ne? Hab kein DRS, was das denn? Ah, oh, was ist das denn hier? Genau. Unrealistische Scheiße, Alter. Das sah auf jeden Fall geil aus. Bin dran! So, Leute. Tobi, warum hast du Plätze verloren? Ich hab weggedreht. Lass mich rein, ihr habt euch weggedreht, weil eure Reifen hinten kalt sind. Ja. Nee, bei mir. Bei mir, Nein! Ich komme wieder so weit raus! Lol, da sind wir durch die Schaumstoffdinger gefahren. Ja, das war mal wieder ich. Jetzt hab ich aber eben weggedreht. Oh, ja, das war immer über von Philipp. Und kommt er besser weg? Nein, BVB kommt besser weg. Ich hatte irgendwie keinen Platz, die Reifen aufzuwärmen. Weil MSC so eng gefahren ist, ja. Bei mir wurden zu spät grüne Flaggen geschwenkt. Und ich habe kein DRS, das ist wieder behindert. Funky, pass auf. Hallo, Safety Car. Und Philipp kann natürlich jetzt dank seiner Reifen die Geschwindigkeit ausnutzen und da ist er vorbei. Oh Gott. Erik, Entschuldigung. Harter Angriff. So, Philipp jetzt auf der 2. Marosha wie immer auf Platz 1. Aber er hat versucht anzugreifen. Da wird bestimmt noch was kommen. Funky, hält mal bitte alle auf da hinten. So, wir gehen jetzt weiter. Gerade angeschoben. Zu Erik. So. Mach schneller hier vorne. Ich wollte jetzt den Angriff versuchen. Antonio, mach schneller hier. VB, du Lappen. Da hebt BVB ab. Und Erik nimmt den Windschatten und zieht vorbei, oder? Oh. Auch nicht. Ist so schwer zu holen. Aber das ist jetzt hier natürlich ein ganz spannendes Duell. Aber das müssen wir weiter im Büro machen. Nicht mal wieder ein spannendes Liga-Rennen, ey. Seht ihr, ich hab's euch nicht extra erster wirst. Okay, ist am nächsten Spiel. Da ist BVB ein bisschen weiter rausgekommen, aber Erik kann es nicht nutzen. Es ist alles, das Feld ist jetzt dicht. 43 freiwillig gefahren. Wobei MSC natürlich weit vorne wegfahren kann mit seinem Rush, ja. Nur einfach. Aber ich hab's auf jeden Fall der Sieger des. Hey, Tobi ist ja nur neidisch. Mein DRS ist kaputt, deswegen kann ich nichts einsetzen. Oh, Funky. Ah, meinst du es ganz doof? Kannst du denn ins Game, Janik? Entschuldigung. Du meinst, es geht wieder, danke schön, Janik. Da kann ich, komm ich nicht ran. Oh, Erik versucht BVB zu überholen. Oder auch nicht. Ich warte nur, dass sie sich abschießen. Ja, jetzt nutzt er den Windschatten. Und gleich zieht er vorbei, der ist. Ich muss noch mit rankommen. Und... Oh, mach ihn nach hinten rein. Und da ist Erik vorbei. Der Red Bull mit dem besseren, schnelleren Motor als McLaren. Aber das war ja schon immer so. So, jetzt haben wir auf der 2. Oh, also asozial. Oh, da ist BVB vorbeigekommen. Fuck using. Weil Erik ist über den Curb geflogen. Niemals! Aber manchmal muss man auch die Flügel auspacken. Red Bull eben, ne? Oh, Tobi! Oh Gott, der hat nicht mal schlechter, Janik. Hallo Janik. Wie geht's? Ich weiß, dass er schlecht war. Junge, ich will mal auf MSC aufholen hier. Obwohl der fährt so. Eigentlich so weit. Der ist nicht weit vor dir. Philipp ist der glückliche zweite da vorne. Ja, okay, hier natürlich ein spannendes Duell zwischen BVB und Erik. Erik bremst aber anders als BVB. Aber ich denke mal, er will auch keine Strafe haben, dass wenn er BVB reinfahren würde. Durch den Deck zu holen. Und Tobi, der hält natürlich mit, trotz fehlenden DRSs. Doch, das habe ich wieder. Achso. Das haben wir ja nicht gegeben. Da teilt man. 42,3. Ich bin schnell rübergeflogen mit Red Bull und hab's ihm gegeben. So, jetzt fährt BVB irgendwie weg. Was machst du denn da, Erik? Das ist ein spannendes Liga. Fahr doch mal näher ran. Erik, ey. Hallo. Ja, ist ja gut. Du musst auf das rechte Pedal drücken, nicht das linke. Oh, Tobi kommt ganz schön nah ran in der Kurve. Aber er kommt nicht gut aus der Kurve raus. Hey! Hab ich dich berührt? Carlo.
Nicht berühren. Alle auf der langen Geraden. Ach nee, warte, irgendwie ist das so ein Schlusspärchen. Jetzt wird Niklas hier überholt. Topsen hast du eigentlich, der ist? Das Ding. Achso. Ist Topsen anwesend? Was ah! Ich will nicht überholen, ich hab Angst. Ja, warum gibt's eigentlich noch 12 Fahrer? Wenn du raus bist, Boogeyman raus ist. Ich war doch der 12., oder? Oh, du leckst! Hallo, du leckst! Oh, danke! Da sind auch Lecks. Alter! 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 Ich kann auch für dich! Oh, scheiße! Oh nein, oder? Nein! Alter! Alter! Du hast mich angeschoben und ich komm mal zu dich. Kein Techniker. Es werden natürlich die meisten versuchen, die Box zu gehen. Ich kann nicht mehr. Alter, wie geil. Ist ja noch besser als das Klassik-Event, ey. So. Nur lustiger. Oh. Ihr meckert rum, das ist kein Spaß. Wie geil das war. Galo, nein, 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 oh. Leider hab ich's nicht drauf gehabt, das ist ein bisschen kacke, ne? Göttlich, einfach nur göttlich. Ich hoffe ja darauf, dass Erik und WWG und Tobi hier mal irgendwas machen. Ja, tut jetzt ein bisschen weg. Immer nach raus. Nee, aber guck mal. Und jetzt, die kommen an MSC näher. Naja, die kommen richtig dran. Erik, du musst mal deinen Düsenantrieb endlich. Erik, abgekürzt, Erik, falsche Linie, Erik, oh Gott, MSC angeschoben. Oh, ist das überhaupt Erik? Top, komm mal ran, ey, im Sechskampf. Nein, hier. Der vordere ist Philipp. Erik ist der Philipp. Oh, Erik ist der Vierte. Philipp ist der Zweite. Ja. Watson! Ich seh alles im Rückspiegel. Da jetzt ist sogar Philipp, jetzt ist Erik mal der Philipp, der als Zweites versucht zu überholen. Oh, Philipp versucht zu überholen. Och nee. Nein. Und es gibt irgendwo was ganz geil. Jetzt! Erik fliegt über den Platz, oder? Ja, das macht Alter. Ich sag, das war nicht in der Box, einfach, das war in der ersten Kurve. War das mit Absicht? So, jetzt Erik sind wieder ganz nah. Ganz ich glaube, Bernd Mailänder will nicht mehr. Bernd Mailänder Bock. Der hat Feierabend. So. Der hat keinen Bock mehr, kann sich das Spektakel nicht mehr ansehen. Oh Gott, ey. Ganz nah. Und was macht Erik? Er sticht nicht mehr. Könnt ihr mal schneller fahren hier vorne, ey? Fahr mal schneller hier. Ein hier, ey. Komm mal auf vom MS. Oh, was ist da passiert? Philipp hat sich bei Erik. Nutzt das aus. Und da ist BVB auf der 4 und Erik auf der 3. Und jetzt fährt Philipp. Fährt Erik an Philipp vorbei. Mann, ich hatte voll die geile Strategie. Da warst du auch letzter, super. Du bist schon locker erster geworden. Darf ich nicht, dass das Auto verstört. Boah. Alter, wie alle am Körper abheben, ne? Ich heb doch nicht. Oder hier vorne ist passiert, schauen wir mal. Jetzt bist du Zweiter oder Philipp? Jetzt ist Zweiter. So, jetzt haben wir Funky auf der 5 im Ferrari. Auf der 6 McGradle. 7 Naya. Jetzt muss noch Jetter dann mit der MSC rankommen. Da kommt unser BVB. Warum? Naya. Yannick bei mir jetzt. Kann Naya reden, unser Video. So, auf der 8 der Star, der wird jetzt angreifen. Ja, wer ist denn der andere McLaren? Achso, Topsen. Ja, der ist natürlich heute sehr enttäuschend. Wird seinem Ruf irgendwie nicht so gerecht, ne? Wir sind gerade mal bei der Hälfte. Du bist bei der Hälfte. Wow, was ist das? Wahrscheinlich ist er eigentlich schon ein paar Runden mehr. Er kann nur noch nicht das... Oben links wird es noch nicht angezeigt. Oder wurde zu oft überrundet. So, habe ich der Körper rausgehauen. Die Action und ich denke, die finde ich bei Philipp, wenn er mal ein bisschen schneller fahren würde. Was soll denn das jetzt heißen? Schau mal zu Tobi, da ist glaube ich. Ne, jetzt nicht mehr. Wird's eigentlich im 50% Rennen auch gemacht oder nur im 100? Nur bei 100. Bei 50 hast du die Dämmerung gerade mal. Ja, es dämmert jetzt aber schon, ne? Die wird noch doller. Ja, ja. Ja, eben. Oh, was hat Tobi denn für einen Helm? Oberlappenhelm. Nee, das ist kein Oberlappenhelm. Bei mir ist es voll ein Standardhelm. Aber du hast ihn wahrscheinlich auf einer anderen Nummer als ich. Oh, aber das Helmpack geht noch von der Rippenliege. Hey, bei mir war der Ton weggefahren. Das ist mal ein Bug. Online geht einfach mal der Sound immer ganz aus. So, ich beende jetzt die Aufnahme, weil hier erstmal nichts Spannendes ist. Jetzt könnt ihr bei Tobi weiter gucken. Unten links das Bildchen von mir ist wahrscheinlich schon länger. Das ist seit dem Crash weg.
Nein, du musst, kannst es ruhig noch ein Stückchen lassen. Ich das ist eine Scheißstrecke, ey. Scheiß Curb manchmal. Flip, du wolltest mitfahren. Gott, das ist ein... Obwohl der F immer nach vorne. Das fällt jetzt also vorsichtig, ich geh jetzt raus, ja? Ich wollte nur sagen, die Lasagne ist im Ofen. Was? Ja, pass auf mit den Pferden, ne? Oh, Janik, rennen dann, ja. Ja, selbst gemacht, ein Pferd aus dem Pferd. Gleich rechts oben. Nee, mit Spinat. Janik spielt, oh, Philipp kommt zu weit raus. Ja. Hallo, mach du mal einen Kommentator. Wie bitte? Mach du mal einen Kommentator. Die, das okay, ich mach mal Kommentator. Also, ich verabschiede mich jetzt aus dem Rennen. Bis in zwei Wochen, Janik. Wer hat denn da vorkommen? Bis in zwei Wochen. Janik, oder was? Ne, der jetzt ist noch ein... Also Führungsduell in der Tat sehr langweilig Moment. Muss ich sagen, da passiert nichts. Nicht. BVB vor... Was ist halt? Bullshian. Catchendes Auto, muss ich sagen. Hallo? Dann Funky auf der 5, gutes Rennen, muss ich sagen. Funky. Und jetzt wird's spannend. Der Funky. Und Mac Wartle vor Nayab vor BVB. Ne, wer ist das? BVB ist Dritter. Ja, sorry. Achter ist dann Fone F. Thompson. Ach, neunter DTM F1, okay. Der fährt gerade alleine, der ist fast direkt hinter Thompson. Oh, nein. Thompson hat eine Durchfallstrafe bekommen. Ja. Okay. Ja, Naya wird da von zwei Leuten gerade bedrängt. Und Niklas von 3. Oh, Philipp überholt. Thompson. Ja. Noch nicht ganz. Wann ist Duell? Doch nicht. Naja, an Niklas, an Mac Wadle vorbei. So. Scheiße. Guck mal nach vorne. Vorne? Okay. So. Ja, MSC ein bisschen vor Erik, aber nicht viel. Aber langweilig, muss ich sagen. Oh. Nee, ist wirklich spannend. Philipp überholt Thompson jetzt. So, was haben wir denn hier noch? Platz 3. BVB, ja. Tobi und BVB immer noch gleicher Abstand. Da verändert sich nichts. Funky fährt ganz alleine. Naja, kann sich absetzen. So, ey, mein Mac Wartle vorbei. Der wehrt, ja, sich, genau. Der wehrt sich ja mit Händen und Füßen, ey. Ja, geht jetzt auch in die Box und Thompson geht auch für seine Durchfahrtsstrafe. So, jetzt Führungsduell. Aber Erik kommt deutlich schlechter als aus der Kurve raus. Aber er kommt ran. Und er ist vorbei. Und? Vorne wirst du der zweite von Buschmann. Frank Buschmann. Buschmann. Also, oh, Erik vorbei. Erik vorbei an MSC. Noch eine Strafe. Ja. Gut. So, jetzt Erik an der Spitze. Langweilig. Ah, kann sich noch nicht absetzen. So, BVB, siebter jetzt. Ah, jetzt sechster. Also du spielst jetzt sau großzügig zu mir, ja, muss ich mal betonen hier. Philipp an Naib vorbei, okay. Philipp, wir fahren die Box, keine Sorge. Philipp fast direkt an Tobi dran. Philipp an Tobi, oh. Tobi, der schläft hier. Geh in die Box, Mann, warte doch mal ab. Ohoho, da geht's eng zu. So, jetzt von der 3 wahrscheinlich wieder auf die 12. So, jetzt gibt's Führungsduell. Nee, doch nicht. Franky, du gewinnst erstmal eine Position. Bleib beim Alten.
Oh, jetzt muss ich warten, scheiße. Obwohl, jetzt kann der beste Angriff starten. Ah, er geht direkt. Oh, was? Alter! MSC schießt Erik ab. Kacke, durch die Strafe habe ich mir jetzt das Rennen versorgt. MSC kommt dran? Ne, ich habe Rückfahrtstrafe gehabt. Hab zu oft abgekürzt. Wer hat das hast du bekommen? Rückfahrtstrafe. Bist abgekürzt, Tobi? Ja. Ich habe mindestens schon 20 Mal abgekürzt mit der Verwarnung. Das Spiel hat mir immer noch keine Strafe gegeben. Ich habe mindestens 20 Mal abgekürzt. 5 Mal oder so. Ich habe bis jetzt immer eine Verwarnung bekommen. Ich habe eine mit 16 Mal keine mit der Strafe. Hey, Tobi, deswegen habe ich mir gedacht, hey, wieso gehst du schon wieder in die Wurst? Nee, ich war erst in dem BVB drin, da war ich Rückfahrtstrafe antreten. Und jetzt war ich mit einer Box. Boah, mhm. Gerade gibt's nichts Spannendes hier. Ich verliere aber deutlich stabiler. Ja, echt? Ja, die verlieren 2 Sekunden in der Mitte, seit die beiden. Safety Car war göttlich. Ja, wahrscheinlich. Die haben einfach alte Reifen. Ja, ich auch. Wenn ich die Anzeige trauen kann. Mulchan und Niklas, ja gut, das interessiert keinen. Weil die beide schlecht. Vielen Dank, Carlo, bist du nett heute. BVB, daher bist auch großer Abstand. Letzte an der Box? Ja, ja. Letzter Stop auf Fahrt? Ja. Nee, auf Grün. Jetzt hatte ich gerade Glück. So, ich würde jetzt gerne den Abstand zwischen Philipp und 12. MSC ist ein 12. MSC muss auch mal in der Box. Bist du vorbei. Du musst mal vielleicht sogar noch zweimal in der Box. Vorbei. Ich glaube nicht, dass der 8 Runden auf weich fährt. So. Oh, stimmt. Das hast du vergessen. Ich glaube, du könntest sogar die Führung übernehmen. Ja, nee, ja. Nee, aber nicht bis zum Ende. Du wirst das Ding BVB gewinnen, locker. BVB und Philipp auch noch. Ja, BVB kommt ran. Ja, es wird ein Überholmanöver. Ja, er kann auch ziehen. Ich wehr mich gar nicht. Ich wehr mich auch gar nicht. Wer kommt da hinten? Erik? Was? Chaos kaputt? Ja, das, ich sehe alles. Oh, scheiße. Geht trotzdem. Karl hat den Überblick. Ich sehe alles. Oh, Philipp. Konter. Aber, oh, der ist langsamer. Wo bleibt denn der 360-Dreher? Zuerst mal mein DS kaputt. 360. Boah, lass mich neue Reifen besser fahren. Ja, man sieht auch schon, dass du an Philipp rankommst. Philipp, gehst du diese Runde? Ja. Okay. Deswegen hab ich nicht gegen BVB nicht gewehrt. Hat doch keinen Sinn, der hat auch neue Kostet Reifen. Kostet nur Zeit. Drauf. Kostet doch nur Zeit, eben. Ich hab sogar auf Mager runtergestellt. Und der hat doch fett gestellt. Ich hab mit DRS, da komm ich doch nicht ran, ist doch logisch. Was soll ich denn da doch unnötig Zeit liegen lassen? Naja. Bei Thompson und McWard habe ich schon 3 Sekunden verloren. Philipp an der Box. Leon holt sich neue Reifen. Da, BVB dreht jetzt die schnellste Runde. Das wird mein Gegner werden. Der muss auch noch mal rein. Mhm. Oh. Das Heftig hat eigentlich meine ganze Strategie weggemacht. Ja. So. Tobi! Also der Favorit vom Rennen ist 9. Super. Der ist schneller als MSC ist. Also MSC muss nochmal auf weich. Das wird aber das Setup ist gut. Das Setup ist echt gut. Tobi auf der 5, okay, aber... Durch meine Strafe, da wäre ich dann auf jeden Fall vor Funky wahrscheinlich. Vor Funky? Vor Funky. Ja. Wie viel sind das? 3 Sekunden? Meine Strategie war Runde 1, Runde 10, Runde 19. Mhm. Aber dann, Tobi, wir sind noch nicht im Ziel. Nee, sind wir noch nicht. Das ist doch mein Problem. Legen wir jetzt Rennen aus, fertig. Ich glaube, irgendwas passiert da vorher nochmal. Vielleicht kommt das Safety Car nochmal. Vielleicht sagt Bernd Meinlein nochmal, ist aber spannend, Mann. Ja, man sieht, dass es dunkel wird. Into the darkness. Also hier... 2,1 Sekunden auf Funky. Ja, Erik kommt so langsam an BVB ran, aber... Wenn ich das eher gewusst hätte, ich einen Livestream draus gemacht, ey.
Und 15 Minuten gibt's Essen. 15 Minuten gibt's Essen. 14. Hey, was gibt's denn? Okay, die Zeit kann ich nicht schlagen. Lasagne, lecker, ne? Und mir wird die Zeit noch nicht angezeigt. Beste 40-0. 40-8 von Antonio, 40-0 von Erik. 40-5 von mir zwischendurch noch. Oh, das 56-2 von mir. Stark, ich Philipp, ganz stark. Rekord. Ja, 40-0 ist natürlich richtig gut. Franky, wie weit sind die von dir entfernt? 5,8 Sekunden. Nichts. Es waren vorhin aber 9, also ich hol auf. Ich hol auf dich auf, das ist noch besser. Das ist scheiße. Wer ist hinter dir? Philipp. Das ist auch nicht gut. Oh, ich hätte locker vor Tobi sein können, wenn ich mich abgeflogen hätte. Wer, ey. Vor Thompson doch gesehen. Thompson, nicht Thompson. Soundbug, ich höre auf den Form 1 mit geil. Macht da nichts. Boah, die Lache. Ich wundere, dass ich noch keine Durchfahrtsstrafe bekommen habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also 20 Mal Stand oben schon Verwarnung, abkürzen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mehr abkürze. Ich auch, aber ich mach's trotzdem. Weil ich krieg immer nur eine Verwarnung. Ich hab schon eine Strafe. Ach, ja, natürlich auch, dass du abkürzt. Nur ich weiß, was der Trick ist, wie man keine Strafe bekommt. Einfach vom Gas gehen. Dann bleibt der bei einer Verwarnung, egal wie du abkürzt. Philipp, kennst du das Spiel nur auswendig? Wenn du damit Vollgas drüber brettest, ist logisch, dass du eine Strafe bekommst. Naja. Naja. So. Ach, mein Chaos geht wieder. Erster BVB. Ja, schade, 1,42, schade. Dritter MSC mit einer 1,41. Funky, vierter mit einer 1,41. Das geht gar nicht, das geht gar Tobi nicht. Da Tobi 5 da, Philipp 6 da, Leipzig. Wenn hier nur eine Strafe ist, ist ja gar nicht hier. Oh, Tom, du bist nicht mehr letzter, Mr. Stick ist jetzt letzter. Du bist ein der Ferrari. Von Erik das ist Funky. Vorbei. Ja, ja. Funky auf der 4! Ja, der nennt eine Strafe. Ah ja, Erik kann sich jetzt locker absetzen mit dem Reifen. Ja, ich bin halt ganz gut durchgekommen. Danke, Janik, danke. Bitte? Scheiße. Angestupst? Nee, aber ich hab mein Rennen kaputt gemacht. Mit Safety Car. Achso. Danke, Janik. Der Fall hat mich auch angestupst. Tobi, du hast mir gefallen schon. Soll ich abfliegen? Ja. Gut. Oh, komm, 10 Minuten noch. Ja, Erik, setz dich jetzt vom BVB ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass BVB draußen bleiben wird. Der muss doch eigentlich nochmal rein. Er muss aber in den Box, sonst wird er auf jeden Fall... Das ist ja für Funky Podiumsplatz, denn... Das wird er auf jeden Fall den zweiten Platz verlieren. Ja, aber ihr beide überholt mich noch. Ich fahr noch 5 Runden, das ist noch, Alter. 5 Runden ist viel hier. Ja. Ich sag nur die Körbs, ich hab einen Körper mir schon einen Schlag gegeben. Mir gibt dir jeder einen Körb einen Schlag. Nee, aber so ein Schlag, dass dein Auto das komplett quer steht, du in den Schild mitnimmst, à la Geckerbohr, ja? Und fast noch in die Boxengasse reinfährst. Läuft bei dir. Ja, ich hab mir in dem Augenblick gedacht, du Scheißkörper, er hat auch meine Rennstrategie kaputt gemacht. Was wäre ich jetzt vor dir? So. Vor Funky. Wie sieht's denn auf Platz 4 aus? Funky, ja. Gut. Schön verbremst. Da kommt Tobi und Erik gerade ran. Ah, Funky fährt persönliche Bestzeiten hier, 1,45. Scheiße, Film ist dran. Nein, geil, nice! Mit der Kimmt. Scheiße. Aber Antonio gibt sich nicht. Ich sag ihn nur, ne? In der Saubersaison. Letzten 5 Runden gegen Alonso. Ja, habe ich gesehen. Das war richtig eng. Philipp, hau ab. Ja, aber nach vorne hin nur, ne? Scheiße. Schön, Tobi, schön! Hi! Oh, Tobi, außerhalb von der Strecke. Nee, das war mein Fehler. Ja, hab ich gesehen. Ich war eben, er muss zurückstecken. Ja, sehe ich genauso. Er muss zurückstecken.
Mir ist das eigentlich egal. Eine Verwarnung nur, oh, danke Spiel. Was ist denn das, ey? Oh Mann, wieso bekommt ihr beide zum Hinstrafen? So, Funky, jetzt bist du fällig da vorne. Philipp, erstmal ja, du. Jetzt kann Philipp seine Pace richtig zeigen. Nicht. Tobi? Ja? Du wirst mir bestimmt helfen. 1.44.0 bin ich gerade gefahren. Boah. Also meine schnellste Rennrunde ist eine 42.5, ja? Läuft bei dir. Philipp, halt, stopp! Halt, stopp! Fred, Tobi. So, dritter MSC, weit hinter BVB, aber... BVB verliert noch nicht so viel Zeit. Windschattenbonus. Aber Funky verliert jetzt Zeit. Tittenbonus. Piep. Das schneiden wir raus. Philipp leckt. Philipp, lädst du hoch? Nein. Ach Philipp, willst du auf Fett fahren? Ey, nicht mit mir hier. Not in my house. Fahren die ganze ein bisschen langsamer nach vorne fahren. So kann sich Philipp jetzt nicht an. Anfangen, Kehrer arbeiten. Philipp, kannst du nicht mal eine Strafe bekommen? Ja, da bin ich voll dafür. Tobi, du auch. Vielleicht. Hat der Mund. Oh, Funky dreht sich. Ja, gut. Scheiße. Ja, Tobi. Ja, komm, Tobi, ja, gut. Tobi vorbei. Schade. Yes. Sehr gut, Funky. Wir sind stolz auf dich. Ja, aber Erik kann sich nicht absetzen von Antonio. Nö. Nee. Nee. Das ist eine konstante, was ist der 19. Und bist du gerade gefahren, Philipp? 40.6. 41.0. Ja, Antonio kann jetzt Langgriff starten. Kann davon noch irgendjemand ein Reifenproblem bekommen? Können Sie gerne nochmal. Kaputte Reifen. Wie viele Sekunden hat die Forschung, Philipp? 11. So plus 20 Sekunden Zeitstrafe fürs Abkürzen, das wär's geil. Ja, Funky kann vielleicht noch Fünfter werden. Nö. Not in my house. Wo wir dann erst dieses Rad noch durchhalten. Aber die sind beim Hellbauen. So, 6 Minuten noch. Dann die Pizza fertig oder was? Lasagne. Ja, bevor wir verliert. Reite zu spät durch Nacht und Wind, das ist die Lasagne verkleidet als Rind. Ha. Alter, war das schlecht. Also im Moment keine spannenden Bälle. Danke, Tobi. Ich bin auch, ich habe noch recht sehr abgebremst. Also, Erik kann sich vom BVB absetzen, BVB verliert auf... Philipp, hat sich abgeschossen oder berührt? Leon. Du hast mich natürlich beide, berührt. Die werden beide verlieren. Leon auch. Ja, Leon hat die... Die alten Weichen, ne? Ja, die werden, ich glaube, ja, müssten eigentlich einbrechen. Müssten? Noch tun sie es nicht. So, jetzt wird mal auf Philipp umgeschaltet. Kannst du auch nicht von Tobi absetzen? Etwas. Ja, im letzten Sektor fahre ich deutlich schneller, aber er holt alles im ersten Sektor auf. Dadurch ist er wie ein DS-Fenster. So, sechster Funky, siebter Nayab oder Frontflügel, sehr gut. Was? Geil! Okay, dann habe ich den Platz hier. Achter... Aussicht vor gegen Polo. MC Wadley. Ich will doch bei 2 und 3 bleiben, ich glaube, das kann ziemlich spannend werden. Neunter Fode F. Ne, ich glaube, Tobi und ich ist gerade das spannendste Duell. Ja. Also ich war jetzt obwohl, sicher, zwei, schon meine Reife. 2 und 3 ist spannender. Ach, kein der, scheiße. RSC kommt so langsam an Antonio ran, aber ich glaube, da 30 bis zur Endzone. Wird knapp. Oh, jetzt hat er Chance zu überholen. Ne, nutzt. Kann er also nicht nutzen. Ja, jetzt habe ich 30 Sekunden Vorsprung. Oh. Das ist hier ganz nah an BVB. Der klemmt dir mit dem Diffusor. Da wirst du doch bekloppt. Nichts mehr.
Oh, DVB wird übersteuern in die auf die Gerade. Da zieht gerade. Also ich glaube, das könnte ein Angriff werden von der WSC. Ja, BVB wird, ich muss eigentlich auf Fett stellen, dann Kehrs am Ausgang. Ja, aber erst mit der zweiten. Die zweite ist gar nicht so gefährlich. Die zweite ist richtig gefährlich. So. Ich habe nur auf der ersten überholt. Da kannst du dich sau schnell verschätzen. So, MSC wie Tobi das gerade gemacht hat. Turnier vorbei. Auf der Geraden natürlich. Aber wird noch ein Angriff kommen. Von Antonio? Ja. Wird schwer. Aber jetzt kann der gegen Konter kommen. Nee, Antonio wird ganz viel übersteuern beim Rausbeschleunigen. Das war's. Ja, das war's. Wie sieht's bei Philipp und Tobi aus? Ja, das war's auch. Ja. Das war's. Ich hab mir das ganze Kerz für die zweite gerade aufgespart. Ja, da kann Tobi überhaupt nicht mehr kontern. Meinst du nicht, dass jetzt hier noch irgendwas an... Meinst du, ich bereite hier noch irgendwas an gegen Tobi? Vergiss es. Nee, nee. Das fahre ich souverän nach Hause. So. Den Fehler mit Sprit, Sieg. Was? Ja, Sieg für Erik. Ja, yes. Ja, mit einem Box. Mit einem Boxen ist doch weniger. So, MSC auch im Ziel. Zweiter Platz. Erik und ich müssten ungefähr haben die gleiche Strategie. Von der Anzahl der Boxenstops her. Wer wird Vierter? Vierter wird, ab in die Wand findet. Tobi wird Fünfter, Sechster wird Funky. Schön für ihn. Scheiße. Siebter war ja ganz starkes so ein Buddhist, ey. Ich wär glaub Dritter noch geworden. Ja, wär's so. Durch meine Strafe. Hey, wo ist jetzt McRaddle? Naja, was soll's. McRaddle ist, ja, ich bin der Einzige mit der Vierstopp-Strategie da vorne. Acht, hä, du warst doch noch Siebter neben. MSC, hä? Zwei Stops, alles klar. Ja, ist klar, das hätte ich nie geschafft. Yannick mit einem Stop stark. Neue Schnellzeit am Ende. Wer hat neue Schnellzeit am Ende? Aber nee, ich glaube nicht. Nee, Thompson hat. Nee, Thompson. Ja, aber Thompson. Mit weich, aber. Ja, ja. Kasse, diese Fahrer. Ach, MSC ist doch von 12 gestartet. Ja gut, hat er ja sogar noch freie Reifenwahl. Dann ist ja noch ein Vorteil. Ja. Boah, dieser orangene Himmel, der ist so realistisch. Ja. Sieht aber geil aus. Geil sieht's. Nee, wenn's richtig nachts ist, sieht's richtig geil. Ja. Die Dämmung auch schön. Nee, finde ich nicht. Hau das Auto in die Wand. So. Jetzt letzter Sektor, die letzten Kurven. Boom. Und schön abgehoben. Ja, mich hat das ganze... Wie sind die meine Strategie verhauen, ey. So. Jetset gewinnt vor MSC und BVB. Philipp auf der 4, ich auf der 5, Fangi auf der 6. Naib auf dem MSC... MC Wald auf der 8. Thompson auf der 9, Stick auf der 10, Auto zerstört, Karl auf der 11, Auto zerstört, Yannick auf der 12, Auto zerstört. BT auf der 13, Auto zerstört, 14 der Christi, nicht angetreten. Hä, hey, wer hat jetzt, wie viele Boxen stoppt, hä? Philipp hat 4, MSC hat 2 Stops. Was? 2? Naja, er ist am Anfang ganz halt hart gefahren. Das, dann wieder hart. Kam das Safety Car raus, das ist auch... Auf da aufgewechselt? Kannst du nochmal vorne? Scheiße. Der Safety kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Für ihn kam es zum perfekten Zeitpunkt, der Safety. Für mich kam es zum unpassendsten. Für mich auch. Für Jetson und mich auch. So, 3-4 Runden später wäre es besser gewesen. Ja. Bis gleich. So, dann verabschieden wir uns hier und sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Keine Ahnung zu welchen Rennen. Weiß das jemand? Deutschland. Oh, geil. Nein, ist schon falsch. Die kenne ich dann aber nur aus Tasse de Corsa. Alles klar, das war's dann. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.